Bei den Verlegern hat es einen personellen Wechsel gegeben. Erinnern Sie sich bitte, dass vor Herrn Dr. Rudolf Pförtner Herr Burda hier der Vertreter in der DCA war. Also hier hat sich nichts verändert. Und die Tatsache, dass die öffentlich-rechtlichen Anstalten heute bei diesem Pressegespräch nicht dabei war, hat nichts damit zu tun, dass sie, ob sie noch Mitglied der DCA sind, sie sind es ausdrücklich. Was hat die DCA, die Deutsche Content Allianz, Neues für dieses Jahr beschlossen? Wir haben natürlich im Blick auf das Wahljahr 2017 hier versucht zu klären, wie weit sind wir in der deutschen Politik mit unseren Interessen? Hat diese Teilnahme an der digitalen Agenda, die wir uns ja erkämpft haben, uns entscheidend nach vorne gebracht? Und welche Forderungen haben wir im Blick auf eine neue Legislaturperiode? Und da war es notwendig, gerade in diesem Kreise hier mit dem Schwerpunktthema Urheberrecht im Wahljahr 2017 eben Botschaften zu adressieren, die jede für sich genommen von dem entsprechenden Fachverband jetzt keine revolutionären Themen sind, sondern eben das, was da eben auch schon die ganze Zeit in der Diskussion ist. Aber was notwendig ist, dass dies Forderungen sind, die von der gesamten Kreativwirtschaft geteilt werden und dass man sich deswegen mit dem Grundsatzthema endlich mal auseinandersetzen soll. Diese Kreativwirtschaft hat natürlich eine demokratische Funktion, eine gesellschaftspolitische Funktion. Sie hat kulturelle Funktion und sie hat eine ökonomische Funktion. Wir sind der drittstärkste Wirtschaftsbereich, der hier in dieser Republik tätig ist. Also von daher der Anspruch, es muss eine politische, eine digitale Agenda geben, die unsere Interessen stärker in den Mittelpunkt rückt, als es bisher der Fall war, wo wir uns mehr in der Nische aufgehoben sahen. Welche Botschaften muss man denn tatsächlich immer noch platzieren, die nicht bisher angekommen sind? Weil man hat ja das Gefühl, es ist schon mal alles sehr ausführlich platziert worden. Es ist klar, geistiges Eigentum darf nicht gestohlen werden. Was ist noch unklar? Die Umsetzung vor allem, weil diese Lippenbekenntnisse, die Sie immer wieder hören, hört man allgemein und wie auch immer. Aber wenn es dann konkret wird, wenn das eben in Gesetzesinitiativen umgemünzt werden muss, wenn das zur konkreten Frage der Kontrolle von Genehmigungen und so weiter kommt, dann wird doch eben sehr halbherzig gearbeitet. In der Sache ist die Akzeptanz des Urheberrechts nicht wesentlich gewachsen. Da muss man sich immer selbstkritisch fragen, haben wir da Fehler gemacht? Aber dass dies eine breite gesellschaftspolitisch getragene Notwendigkeit ist, da schämen sich einige offensichtlich noch immer, weil sie denken, bin ich jetzt bei den Bremsern, habe ich jetzt den Stempel Nerd ganz dicker auf der Stirn, wie auch immer bin ich nicht mehr Mainstream, ich gehe doch viel lieber zur Republika und setze mich da mit einem schicken Pullover in die Menge. Herrgott nochmal, das nutzt uns nichts. Und darum lieber klar erkennbar, der hat eine andere Position, dann kann man streiten. Aber diejenigen, die uns auf die Schulter klopfen und anschließend zu feige sind, um unsere Interessen auch zu helfen durchzusetzen, das sind die Schwierigsten.